In diesem Video zeige ich dir anhand dieses Beispiels, wie man ein Dreieck konstruiert, wenn man eine Seite und die beiden daran anliegenden Winkel kennt. Bevor du mit der eigentlichen Konstruktion beginnst, solltest du dir immer zuerst eine Skizze machen. Denn dann kannst du dir das Dreieck, das konstruiert werden soll, besser vorstellen und siehst auch, welche Seiten du kennst und wo sie liegen. Also, ich male mal ein Dreieck, das so in etwa aussieht, wie die von mir geforderte Konstruktion aussehen wird. Ich habe also hier den Winkel Beta etwas größer als 90 Grad gemacht, dass das Richtung 100 Grad geht, wie in der Aufgabe gefordert. Hier mache ich den Winkel Alpha und da oben Gamma. Dann Reihe umbeschriften, unten links groß A, unten rechts groß B und oben C. Und immer gegenüberliegend mit kleinen Buchstaben die Seiten. Nun markiere ich in meiner Skizze die Seiten und Winkel, die ich kenne. Also, ich kenne die Seite C mit 6 cm und die Winkel Alpha und Beta. Ich beginne damit, dass ich die Seite C mit 6 cm zeichne, also die einzige Seite, die ich kenne. Als nächstes trage ich nacheinander die Winkel ab. Lege also mein Geodreieck mit der 0 hier zuerst in den Punkt A, um dort den Winkel Alpha abzutragen. Dabei achte ich darauf, dass die Dreieckskante hier an meiner Strecke AB liegt. Nun markiere ich auf dieser Seite hier die 40 Grad, zähle also 10, 20, 30, 40, dort mache ich mir eine Markierung. Durch die Markierung und den Punkt A ziehe ich mit Bleistift eine dünne Linie und habe so schon einmal den Winkel Alpha abgetragen. Die gleichen Schritte wiederhole ich nun noch für den Winkel Beta. Also das Geodreieck nehmen, mit der 0 in den Punkt B legen und mit der Dreieckskante hier an die Strecke AB. Nun zähle ich von dieser Seite aus. Ich muss also hier den Zahlen im inneren Ring folgen. Da bin ich bei der 100 angelangt und mache mir folglich hier oben eine Markierung. Mit dem Lineal oder Geodreieck zeichne ich nun wieder eine dünne Linie vom Punkt B durch die Markierung hindurch und weiß folglich, dass sich der Punkt C hier oben in meinem Schnittpunkt befindet. Und damit kann ich die Konstruktion meines Dreiecks erfolgreich beenden. Ich hoffe, dass mein Video dir weitergeholfen hat und wünsche dir noch viel Erfolg beim Konstruieren von Dreiecken, bei denen du eine Seite und die beiden daran anliegenden Winkel kennst. Bis bald!